Einen wunderschönen, meine Lieben. Wie ihr seht, neue Kamera ist am Start und jetzt sieht man auch, also abgesehen davon, dass hinten ein bisschen krumm ist und die Sachen unterstützt werden, dieses schöne Kördelchen hier, ne, von Taipan. Geht auf den Link unten. Cynic10 ist der Code. 10% auf alle Produkte, ob es jetzt so ein kleiner Ring ist, ein schmuckes Armbändchen für 30, 40 Euro oder eine böse 700 Euro Miami Cuban Link Chain. Schlag zu, die Sachen sind hochqualitativ und an die zwei Psychos, die sich die Kette vom letzten Mal geholt haben, Glückwunsch auf jeden Fall, weil somit habt ihr jetzt 2x2 Freikarten gewonnen für mein neues Programm. Reicht langsam, meine neue Comedy-Tour, die ab Dezember startet. Tickets gibt's auch unten. Taipan, Tickets, geht drauf, supportet. So, ich war eben einkaufen. Weil ich keine Brötchen da hatte, ich wollte schön frühstücken, mir Brötchen geholt, Wurst, Käse, schön Remoulade drauf, Doppeldecker, dachte ich mir, essen und dann voller Kräfte hier vor die Kamera treten oder setzen. Dachte mir dann aber, nee, das ist ja ein Thema, was mich ein bisschen sauer gemacht hat, deswegen wäre es besser, wenn ich vorher nichts esse. So, habe ich jetzt auch nicht und ich will euch was erzählen. Also, es ist was passiert, was mich richtig aufgeregt hat. Ich habe, es sind zwei Statements-Videos rausgekommen von Jarambo. So, wer Jarambo nicht kennt, Jarambo ist ein Battle-Rapper, der seit 10 Jahren im Game ist. Jarambo ist damals gekommen, wollte Battle-Rappen, hat sich dann bei Rapper Mittwoch angemeldet, ist dann mit Texten in den Freestyle gekommen, ist dann leider zweimal auf mich gestoßen, wurde zweimal beerdigt, ist dann nochmal weitergekommen, hat dann nochmal einen schwarzen Gegner gehabt, ist dann gegen den auch rausgeflogen. So, kein guter Start, hat sich dann gedacht, okay, Freestyle kann ich nicht, jetzt fange ich mit A Cappella an. Hat er mit A Cappella angefangen, brutal, sukzessive gesteigert von einem A Cappella Newcomer Battle Rapper zum Diltily Champ. Krasser Weg, ich habe selber auch ein Video mal über den gemacht, das hieß vom Menderes zum Battle Champ. Überkranke Leistung, hat auch teilweise zu den Top 3 der Szene gehört, leistungstechnisch absolutes Monster. Jarambos Steckenpferd ist es, ganz brutale Lines zu rappen. Keine Rücksicht auf irgendwas. Der hat gegen mich zweimal gebattelt, da kam dann, weiß ich nicht, hat sich auf sieht aus, als hätte er sich auf einen Negerkuss gesetzt. Ich beschwere mich hier nicht, ich rezitiere nur, ne? Hat dann gegen den Schwarzen gebattelt, die N-Bombe gedroppt. Die wurde nachher rausgepiept, weil Rapper Mittwoch gesagt hat, nee, können wir nicht machen. Wurde dann ausgebuht, vom Gegner zerstört. Stand dann so auf der Bühne nach dem Motto, ja, gut, was soll ich machen? Ich dachte halt, das zieht. Hat sich jetzt aber auch nicht großartig dafür entschuldigt. Gegen Davy Jones gebattelt, Davy Jones, schwarzer Gegner. Du siehst nicht aus wie eine, Ultraschall sieht nicht aus wie ein Baby, sondern wie eine Verstopfung. Versteht ihr? Weil schwarzer Mensch sieht aus wie ein Stück Scheiße, Ultraschall. Hat gegen mich gebattelt, Sklaverei-Thema aufgemacht, ne? Sklavenkette, Kettenkarussell, so. Ich beschwere mich hier nicht, ich rezitiere nur. Hat gegen Mikesh gebattelt, der sich bewegt und von der Art so sehr, sehr homo ist. Zu ihm ins Gesicht geschrien, ja, Homosexualität gilt in vielen Ländern und Religionen oder keine Ahnung wo als Krankheit, als Schande und Krankheit. So, kümmere dich erstmal um deine Orientierung. Alles im Battle. Keine Sachen, über die ich mich beschwere. Ich rezitiere nur oder ich erzähle euch nur. Und ihr könnt euch vorstellen, egal ob der jetzt eine Frau, Hund, Katze, Maus gebettelt hat, egal wo der Gegner herkam, natürlich wird aufs Ekelhafteste, aufs Brutalste da drauf gegangen. Sexualfantasien, Kinder, Ultraschallbilder, Beste, alles wird bedient. So, jetzt hat er ein Battle mit Kato gegen Sisyphos und Steinschleuder beim NRW. Wenn euch die Namen nichts sagen, scheißegal, hört mir trotzdem zu, weil es geht um was anderes. Josef Steinschleuder ist jüdischer Herkunft, jüdischer Abstammung. Ich habe auch jetzt gegen MC Goyner gebattelt, wie der Name schon sagt, ne? Sinti, Roma, keine Ahnung, ist gläubig, hab dem dann auch, der steht selber auf der Bühne, sagt, ja, im KZ, so und so, ich meinte auch so, du bist fett, behindert, du lispelst, du wiegst keine Ahnung wie viel bist so und so, man, für dich hätten die im KZ eine eigene Schlange gehabt oder die hätten die vier Gründe gehabt, dich zu vergasen, so. Ekelhafte, drüber seiende Battle-Rap-Punchlines. Er hat gegen Steinschleuder gebattelt, ich habe mir ein paar Lines rezitieren lassen, hat da Holocaust-Lines gebracht, gegen Steinschleuder. Ekelhafte Lines, ne, Thema Ofen und so, pipapo. Brutale Lines, hat aber selber hier im Statement auch danach gesagt, ich zeige euch das gleich,
dass er selber nach dem Battle noch gesagt hat, für ihn sind die eigentlich in einem Battle legitim. Ne? Es sind, die sind drüber, das sind Punchlines, aber auch von den Reactions von der Crowd her war es zum Beispiel, er wurde böse abgestraft für die N-Bombe damals. Ne? Rapper Mittwoch, Faust oder Ficker, warum bekomme ich im Battle hier immer nur einen, ne? Mich hat der vorher zweimal gehabt und dann den anderen schwarzen Gegner. Dafür wurde der böse abgestraft, für dieses Homophobe, für die homophoben Ansichten gegen Mikesh, die er sehr komisch rübergebracht hat, wurde er ausgebuht. Das heißt, er kennt sich damit aus, der hat sowas durch. Jetzt die Reaction, Live-Reaction, war gar nicht so schlimm wie die anderen, sagt er selber, ne? Nach dem Battle kommt ein Battle-Rapper auf ihn zu, Kakobi. Ich hoffe, es war Kakobi. Falls nicht, also Falk und Kakobi, ich glaube, Kakobi war es, kommt zu ihm, guckt euch ein Team-Battle an von Falk und Kakobi, irgendeins, und fragt euch, ob das Personen sind, die andere Leute Battle-Rap-technisch, moralisch belehren sollten. Jedenfalls hat er ihn gefragt, haben die gequatscht, hat sich das zu Herzen genommen, hat danach noch, wie er selber erzählt, ein paar Nachrichten bekommen und hat dann eine Entscheidung getroffen. So, wir gehen jetzt mal kurz in sein Statement rein. Die ersten 4 Minuten sind schon gut. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu pausieren, weil es war so ein Video, ich habe mir das reingezogen und der hat was gesagt und ich habe so in mein Handy geschrieben. Ich meine so, doch, nein, nicht so. So, weil das hat mich richtig aufgeregt. Also, wir gucken rein. Das ist sein Statement zum Cut im NR Weekend Battle, weil er ist nach diesen Lines zum Veranstalter gegangen und hat denen gesagt, er möchte die Lines, diese Juden-Lines, rausgeschnitten haben. Sowas ist noch nie in der Battle-Rap-Geschichte vorgekommen. Weil, wie gesagt, hier kommt es zu Spoilern. Es ist mir aber sehr, sehr wichtig. Also, wie gesagt, wer sich das anhören möchte und damit leben kann, hier den ein oder anderen Spoiler zu bekommen, der kann gerne weitergucken. So, Leute, ich habe heute mal was ganz anderes. Und zwar möchte ich ein Statement aus aktuellem Anlass abgeben. Ich bin so ein bisschen unsicher, wie ich einsteigen soll. Es geht einfach darum, am Wochenende war das Tour und Two. Ich habe in diesem Battle Lines gebracht, wo ich im Vorfeld mir nicht viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich wusste, dass es ein sehr ekliges Thema ist und alles. Ich habe aber, glaube ich, auch schon sehr oft erklärt, wie ich zu solchen Themen stehe. Ich bin natürlich unbeteiligt. Ich kann das nicht so empfinden wie andere. Ich habe aber nach dem Battle ein sehr langes... Also man merkt jetzt schon, in welche Richtung der gehen möchte, ne? Ich habe Lines gebracht und man weiß ja, ich habe mich jetzt nicht so damit beschäftigt. Also Ausmaß, pipapo. Es geht um den Holocaust. Ein Gespräch mit Kakobi gehabt. Und ich will noch kurz sagen, dieses Video kam raus und es hat mich abgefuckt, weil ihr wisst, ich bin Captain Battle Rap so, und wenn irgendwas nicht so läuft im Battle Rap Kosmos, wie ich das gerne hätte oder wie ich der Meinung bin, wie es sein sollte, dann bin ich da auf jeden Fall... bin ich da emotionally invested, letzte Mal, dass ich diese Phrase benutze, Anglizismen, ich bin da auf jeden Fall, das löst was in mir aus, auf jeden Fall, und habe nach diesem Statement ihm geschrieben, hör mal zu, ich würde da gerne Reaction drauf machen, nur, dass du Bescheid weißt, sag mal Bescheid, ob das für dich cool ist oder nicht, weil der hat ja gerade genug Probleme, Entschuldigung, und er meinte so, Dicker, mach, weil ich reagiere auf deine Sachen. Und dann hat er mir noch so eine ganz lange Sprachmail geschrieben, wo ich so rausgehört habe, ja, okay, der hat gerade genug Stress und der braucht mein Video jetzt auch nicht noch, weil ich bin jetzt auch nicht der Diplomatischste, obwohl das jetzt hier heute ein ganz klarer Versuch wird, sehr diplomatisch mit dem Thema umzugehen, weil ich ihn mag. Weil ich ihn mag und seine Situation kenne, ein bisschen weiß, wo der herkommt und was er für Battle Rap gemacht hat. Also er ist bis auf so ein, zwei Mini-Kleinigkeiten immer sympathisch, respektvoll, höflich, gibt Props, hat unfassbar viel für Battle Rap gemacht, hat eine krasse Familiensituation, wie er selber sagt, alleinerziehender Vater von 2 Kindern, und der hat mir so nichts getan.
Das ist der Grund, warum ich das hier so diplomatisch versuche. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich ihn vorher gesagt habe, ich würde da gerne drauf regieren. Was hältst du davon? Da hat er mir eine ganz lange Voicemail geschickt. Da habe ich ihm nur geantwortet, hör mal zu, du hast genug Probleme, mache ich nicht. So, das war nach diesem Statement. Es kommt noch ein zweites, da kommen wir später zu. Der war so der Erste, der nach dem Battle auf mich zugekommen ist und gesagt, ich habe aber nach dem Battle ein sehr langes Gespräch mit Kakobi gehabt. Der war so der Erste, der nach dem Battle auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, pass auf, wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile und du hast in diesem Battle ein paar Sachen gesagt, da musste ich definitiv den Raum verlassen. Ne? Wir haben ganz cool miteinander geredet. Ich nehme mir für. Also, ein anderer Battle-Rapper, der selber schon krasse Battles, guckt euch das an, Falk und Kakobi oder nur Kakobi, guckt euch das an, ein anderer Battle-Rapper, der selber schon krasse Battles gemacht hat, geht zu ihm und sagt zu ihm, diese antisemitischen Lines oder diese Holocaust-Lines, Ofen hast du nicht gesehen, jüdische Familie, KZ, diese Lines waren so schlimm, ich musste den Raum verlassen. Manche Sachen in diesem Video zeige ich euch nur oder sage die nur, und da ihr mich kennt, könnt ihr euch den Rest des Satzes schon denken. Für sowas immer gerne Zeit und versucht das zu verstehen. Ne? Und ich denke schon seit längerem drüber nach. Ich möchte mit meinen Inhalten keine außenstehenden Menschen verletzen. Ich möchte, ich habe bestimmte Themen, da ist das natürlich, da denkt man sich immer, was labert der so, ne? Du sagst das jetzt und auf der anderen Seite haust du sowas raus und sowas raus. Ja. Ich mache mir aber immer mehr Gedanken drüber, so, ne? Und ich sehe definitiv ein mit 31 als zwei. Okay, macht jetzt hier so ein bisschen den Geläuterten. In letzter Zeit mache ich mir mehr Gedanken drüber. Also wir haben vor, dieses Battle war jetzt vor, wann war das, im Februar? 9 Monate vorher hatte noch gegen mich gebattelt zum Thema, zum großen Thema Sklaverei. Und dass ich der Außenstehende hätten verletzt fühlen können, kann man sich ja, glaube ich, denken. Aber es kann sein, dass er sich in den letzten 9 Monaten auch erst angefangen hat, Gedanken darüber zu machen. Muss man seine letzten Battles gucken, ob die jetzt großartig anders waren. Einfacher Vater, sich vor 2 Tagen in Battle zu stellen und nicht vorher auf die Idee zu kommen, dann beschäftige dich doch mal intensiver mit diesem Thema. Das ist schon sehr schwach, dumm, wie auch immer. Also, er kreidet sich jetzt selber an, sich vorher nicht mit dem Thema Drittes Reich, Holocaust beschäftigt zu haben. So, und das Ding ist jetzt, ich weiß nicht, ob man sich für Battle Rap Punchlines geschichtliches Wissen draufschrauben muss. Natürlich darf man da keine Fakten falsch machen, wenn der jetzt ankommt und sagt, hör mal zu, im Jahr 1100 in Indien haben sie euch versklavt, war so, okay, Fact-Check, ne, war eher ein anderes Datum, war ein anderer Punkt auf der Welt. Okay, gut. Aber um jetzt KZ-Lines zu bringen, muss ich das jetzt nicht alles studiert haben. Man darf dabei nicht vergessen, wir sind hier, das werde ich noch sehr oft heute sagen, wir sind hier beim Battle-Rap. Beim Battle-Rap. Nicht bei einer Debatte, wir sind hier nicht bei einem Vortrag, wo Holocaust-Überlebende sitzen oder wenn es um andere Ethnien oder Rassen geht oder so, Opfer davon sitzen oder Überlebende davon sitzen und ernsthaft über. Es geht hier um Battle Rap, um Punchlines. Das ist eine Battle Rap-Veranstaltung. Fakt ist, ich habe mir auf jeden Fall danach sehr viel Zeit genommen, wie gesagt, in dem Gespräch mit Kakobi. Ich habe ihn angehört, ich habe ihm meine Meinung dazu gesagt. Ne? Ich habe aber auch das, was er gesagt hat, versucht zu reflektieren und meine Meinung zu hinterfragen, ne? Meine Lines zu hinterfragen. Ich habe danach ein paar auch höfliche Anfragen auf Insta bekommen, also nicht, dass Leute sich aufgeregt haben, sondern dass Leute einfach nur gesagt haben, ey Digga, diese Line, kannst du mir deine Intention dahinter erklären? Ne? Die Intention dahinter ist, zu schocken und den Gegner zu verletzen. Battle Rap Taktik. Pisek früher, ich habe sowas, guckt euch das Battle von mir gegen Jack Dragon an. Das sind 3 Runden, anti-schwarzen Lines und von mir aus anti- Asiaten-Lines. Seine erste Runde gegen Davy Jones. Meine erste Runde gegen Davy Jones.
Es gibt super, guckt euch, ich meine, das ist hier nicht der Standard, aber guckt euch mal die erste Runde von Disaster gegen Iron Solomon an. Das ist an Antisemitismus nicht mehr zu überbieten. Und was machen die Leute? Was macht sein jüdischer Gegner? Was machen die Leute im Publikum? Die wissen, dass das Battle Rap ist und feiern, wie drüber das ist. Weil es ist Battle Rap. Die beiden sind Homies, das sind Arbeitskollegen. Aber du bist Jude, ich bin Libanese. Das heißt, der eine ekelhafte Anti-Libanesen-Bars, der andere ekelhafte Antisemiten-Bars. Battle Rap. Und wenn was drüber ist, wie zum Beispiel Homophobie, die durchschimmert, oder die N-Bombe, Schwarzenlines sind nicht drüber. Also, ich weiß gar nicht, wann war das nochmal? Also ich habe Jack Dragon, in meinem ersten BMCL steht Jack Dragon vor mir und sagt mir, deine Lines haben nicht so gezogen wie die Peitsche von deinem Besitzer. Wo ich mir denke, ekelhafte Sklavenline, geil, Battle Rap. Das ist mein erstes BMCL und ich stehe da und ich mache so. Und danach löst er auf, Sadomaso, pipapo. Also, dein Gegner muss das abkönnen und um die Crowd geht's da gar nicht, ob die was, wie, wo ab kann. Du merkst, wenn eine Line gut ist oder wenn eine Line drüber ist, die Crowd straft dich schon ab. So. Das ist hier anscheinend nach diesen Lines nicht so passiert, wie bei der N-Bombe, wie bei homophoben Lines gegen Mikesh. Ich habe mich mit diesen Leuten ausgetauscht, ich habe mich mit Goyner ausgetauscht und zu guter Letzt, das ist auch der Grund, warum MC Goyner, allererstes Mal, dass der auf der Bühne war, in der Qualifikation war, stellt sich hin und ich glaube, also hat zwei Sätze gedauert, bis das Wort KZ gefallen ist. Also ist in die Szene reingekommen mit KZ-Lines. Nicht antisemitischen Lines, aber mit KZ-Thema. Das zum Thema machen. So. Sever jetzt hier im Video ist. Erstmal cool, dass du da bist. Ich habe Sever eingeladen. Sever ist auch Battle Rapper gewesen und jüdischer Herkunft. Deswegen sitzt er da. Ich habe ihn gebeten, ob er dazukommen möchte. Sever hat jüdische Vorfahren und genau das war das Thema. Steinschleuder hat auch jüdische Vorfahren, ist Jude. Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, in diesem Battle Judenlines zu bringen. So, ich habe den gleichen Sinn dahinter gesehen wie immer, nicht dass ich... Vollkommen zu Recht. Vollkommen zu Recht. Du hast einen Gegner, der ist Jude, du bringst Judenlines. Du hast einen Gegner, der ist Schwarze, ich habe einen Gegner, der ist Thailänder, ich bringe Thailandlines. Ich habe einen Gegner, der sieht Assi aus, ich bringe Assi-Lines. Ich habe einen Gegner, der ist fett, ich bringe Fettenlines. Ich habe einen Gegner, der ist Zigeuner, ich bringe Zigeunerlines. Ich habe einen Gegner, der ist schwärzer als ich bringe harte Anti-Schwarzenlines. Battle Rap, klar. Ich ihn wirklich krass verletzen will, nicht, dass sich Außenstehende, die gar nicht in diesem Battle beteiligt sind oder so, irgendwie verletzen wollte. So, und das ist die Krux an der ganzen Nummer. Jarambo will keine Außenstehenden verletzen. Need I say more? Ein Battle Rapper will, also ein Battle Rapper, der steht mit einem Gegner da. Da ist Publikum, was bezahlt hat für Battle Rap. Der, indem der den beleidigt, will der aber keine Außenstehenden verletzen. Geht's jetzt um Leute, die im Publikum sind? Geht's um Leute, die das auf YouTube sehen? Geht's um Leute, denen das irgendwie gezeigt wird? Wo fängt's an? Wo hört's auf? Der erste Fehler ist, fick doch mal auf Außenstehende. Solange du keinen von denen in dein Battle mit einbeziehst, ungewollt, also dass die das nicht wollen, Namen, hey, das ist dein Freund, der heißt so und so, da steht deine Freundin, die sieht so und so aus und das ist auch schon passiert. Ist doch scheißegal, wie Außenstehende sich über deinen Battle-Rap-Text echauffieren oder nicht echauffieren auf einer Battle-Rap-Veranstaltung. Wenn du deine Lines, egal gegen wen du battlest, vor einer Synagoge rappst oder sonntags vor der Kirche, wenn die Ghana sich treffen und ihren Gottesdienst machen oder bei den Weight Watchers. Dicker, geht nicht, weil warum sollen die sich sowas anhören? Aber in einer Battle Rap Veranstaltung, wo Jarambo auf dem Flyer steht, sich darum zu kümmern, wie Außenstehende sich fühlen könnten, ist der
Ich gehe weg vom Mikrofon, ist der größte Bullshit ever. Es ist scheißegal, wie Außenstehende sich fühlen. Es geht nur darum, was du deinem Gegner antust. Und du wolltest deinen Gegner verletzen und Steinschleuder stand da ja wie eine Eins. Der hat ja auch ein Statement abgegeben. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Könnt ihr euch alles reinziehen, eure eigene Meinung bilden. Ich will nur meine 10 Cent abgeben. Meine 2 Cent abgeben. Der stand da ja wie eine Eins und hat das sogar noch gekontert, weil Steinschleuder ein Battle-Rapper ist. Der ist ein Battle-Rapper, der hat die Lines, die bösen Lines, die ihn auch verletzt haben, gefressen, stand da wie eine Eins und hat die gekontert. Da ist das Ding durch. Warum macht man jetzt da ein Fass auf? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Und im ersten Moment kamen mir die Lines, die ich geschrieben habe, nicht wie ein Statement vor. Ich glaube, das waren sie auch nicht, definitiv nicht. Es waren Punchlines, aber es waren Punchlines, die es in sich hatten. Also die waren, glaube ich, so mit das härteste und ekelhafteste, was ich, solange man das noch als Punchline formulieren kann, geschrieben habe. Also ich habe nicht den Vorwurf bekommen, dass das ähnlich wie Mikash Battle damals, diese homophoben Lines, dass das wie ein Statement rüberkam oder sonstiges. Also es war nicht so schlimm, es war nicht so krass wie das gegen Mikash. Halten wir fest. Und wir, ich muss das jetzt einmal kurz als Beispiel nehmen. Und der Mann ist ja auch komplett geläutert seitdem und ist mit allen cool, hat sich komplett geändert. Aber das allerschlimmste Antisemitische, was mal auf einer Bühne passiert hat, war ja beim Mighty Mo, hieß der noch damals, vor 7 Jahren. So, der hat was gemacht, worüber es nichts zu diskutieren gibt. Weil das war keine Punchline. Das war straight up, und der ist kein Antisemit, aber das war straight up rassistisch, was der gemacht hat. Ne? Ich wiederhole das jetzt hier nicht, aber das, was Charambo da gesagt hat, ist nicht mal die schlimmste Line, die es jemals zu dem Thema gab. Es war aber trotzdem so, dass das, glaube ich, Außenstehende sagen können, ey, das kann auch uns richtig aus den Socken hauen, was du da gerade... Ja, natürlich. Und das kann man auf jedes Battle von mir, von Jarambo, wer gibt noch Vollgas, keine Ahnung, wer ist noch... Indoor Stan, wen gibt's denn noch? Leute, die komplett übertreiben. Weiß ich nicht. Es gibt ein paar brutale Leute. Kiruma hat auch so ein Thema. Also das kann man auf jedes Battle von uns beziehen. Jeder Gegner, den ich habe, habe ich den so beleidigt oder so Sachen gesagt, dass Außenstehende das aus den Socken haut, dass die sich unwohl fühlen. Ich habe, ich weiß nicht mehr, wo das war, in irgendeinem BMCL oder so habe ich gesagt, das ist wie dicke Frauen ohne Titten, die sich trotzdem noch schminken. Und in der ersten Reihe standen übergewichtige Frauen. Meint ihr, die hat das nicht verletzt? Das ist ein ganz böser Satz. Ich sage irgendwas, du bist eh schon dick, du hast Probleme. Dann hast du noch keine Brüste. Ne? Nach dem Motto, Dicker, mit dir ist eh vorbei. Du brauchst dich gar nicht mehr zu schminken. Wozu? Das Ding ist durch. Und da standen so welche im Publikum. Also wie sehr kann man Außenstehende treffen? Gegen Jack Dragon, Anti-Asiaten-Lines. Da sind Asiatinnen im Publikum. Die müssen sich kaputt lachen. Weil die brutal sind, aber weil die auch einen ernsten Kern haben. So, bei ihm war es jetzt nur brutal. Ne? Aber es war immer noch nicht die schlimmste Line zu dem Thema, die es überhaupt gab. Und er macht sich jetzt hier Gedanken, wie Außenstehende sich fühlen könnten. Also wenn in Hamburg jetzt 10, 15 Schwarze gewesen wären und diese Sklaven-Lines hören, oder beim David Jones-Battle, dann musst du dann auch... Was gesagt hast, so... Seit wann ist es wichtig im Battle-Rap, was Außenstehende denken? Du hast eine Boxveranstaltung, du hast eine UFC, hast du, Ultimate Fighting, oder von mir aus Bare Knuckle, in so einer Halle. Da kämpfen die untereinander. Jeder, der da drin ist, weiß, was passiert. Maximum Gewalt. Übertreiben wir, Leute können sterben, Leute können behindert gehaut werden, dann... Nimmst du jemanden mit dahin, du weißt ja, was das ist, und dann kommt die Person da rein und ist so, ach du liebe Güte, der hat den behindert gehauen, jetzt, ich wurde früher auch mal geschlagen, mein Trauma kommt wieder hoch, ich will das nicht vergleichen, ich will nur sagen, Thema Außenstehende
und das, was da unter uns passiert. Wenn wir so anfangen, kannst du das ganze Ding wegschmeißen. Darauf Rücksicht nehmen, was Außenstehende fühlen. Bei Leuten, die alle Geld bezahlt haben, um zu einer Battle-Rap-Veranstaltung zu gehen. Und wenn dir die Lines von dem nicht gefallen, dann geh, wenn du überhaupt darüber verwundert bist, hast du mit der Szene nicht viel am Hut. Wenn es dir nicht gefällt, geh raus. Aber lass den scheiß Künstler in Ruhe mit dem, was der zu sagen hat und was der nicht zu sagen hat. Die Live-Reaction straft schon genug ab. Man kann jetzt nicht in Themen differenzieren, was Außenstehende davon halten. Ich habe, wie gesagt, als allerletztes gestern sehr, sehr lange mit Seva gesprochen, ne, weil er halt jüdische Vorfahren hat und weil er ein Bro von mir ist, schon seit Jahren, weil er in der Regel der ist, dem ich meine Texte vorher zeige, was ich in diesem Fall nicht getan habe und ihn immer so ein bisschen nach Feedback frage. Und er hat quasi die Lines dann auch während des Battles das erste Mal gehört und ich habe ihn dann einfach gefragt, wie hast du das aufgenommen, Bro? Und wir hatten einen ziemlich langen und spannenden Austausch gestern, ne? Weil wie gesagt, ich bin kein Idiot. Ich weiß natürlich, dass was damals passiert ist in Konzentrationslagern und so, das ist gefühlt eine der ekelhaftesten Sachen, die je auf dieser Erde geschehen sind. So, und das reicht als Grundwissen für die Lines. Du musst nicht wissen, wie die Kammern ausgesehen haben. Du musst nicht wissen, dass die mit Golfschlägern Zähne rausgekloppt haben. Du musst das alles nicht wissen. Allein der Fakt, dass im Dritten Reich unter dem NS-Regime 500 Millionen Juden ums Leben gekommen sind und viele davon in Konzentrationslagern und vergast wurden oder so ermordet wurden, der Fakt reicht. Mehr Recherche brauchst du für Battle Rap Punchlines zum Thema Holocaust, brauchst du nicht. Weil jeder normale Mensch das ja schon, also man weiß ja, wie schlimm das ist. Deswegen, das reicht. Wenn man das weiß, reicht das, um einschätzen zu können, wie ungefähr, wie schlimm das Ganze war. Das weiß ich, ne? Ich habe mich aber nie mehr damit auseinandergesetzt. Ich bin davon nicht betroffen. Der ist auch von Sklaverei nicht betroffen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er sich auch damit 0,0 beschäftigt hat. Er weiß, das gab es mal, das ging ein paar hundert Jahre. Schwarze waren in Ketten, haben für sehr, sehr wenig Geld gearbeitet, Baumwolle gepflückt. Und ich gehe davon aus, dass seine Kenntnisse nicht weitreichender sind. Müssen sie auch nicht sein für Sklaven-Punchlines. Ich kenne das Ganze aus dem Geschichtsbuch. Ne? Du kennst meinen Umgang mit Punchlines. Vielleicht willst du hier einfach nochmal sagen, wie du das aufgenommen hast. Ja, also mir ist im ersten Battle halt valide Position. Ich möchte tatsächlich nicht mehr dafür stehen. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass ich nicht einen Tag vorher oder ein paar Wochen vorher auf die Idee gekommen bin, wo dieser Text geschrieben worden ist und wo ich dann auch hätte sagen können, ey, pass auf, ich beschäftige mich vorher mal damit, dann hätte ich diese Lines am Ende gar nicht mit in das Battle genommen. Und dann warum? Die Information, dass da 5 Millionen Juden sterben und vergast wurden, die reicht nicht, sondern du musst wissen, wie die explizit, en Detail, musst du Schindlers Liste geguckt haben, musst du Dokumentationen geguckt haben, musst du das Leid explizit nochmal sehen, um diese Lines dann nicht zu bringen. Und wenn ja, warum? Es geht hier um Battle Rap. Es geht um Battle Rap Punchlines. Und wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass das, was damals passiert ist, unfassbar schlimm war. Ich habe mir das auch noch und nöcher reingezogen. Krank, was da passiert ist. Ganz, ganz schlimm. Unfassbar. Unfassbar. Eine der größten Verbrechen der Menschheit. Es gibt mehrere Sachen davon. Natürlich sind wir hier davon betroffen, weil das hier passiert oder im Nachbarland. Aber brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir sind hier auch nicht bei einer Diskussion, sondern wir sind hier beim Battle Rap. Da hat ein deutscher Assi einen jüdischen Gegner und haut dem, weil er sich dafür entschieden hat, KZ-Lines um die Ohren. Und er hat die, sie sind ihm eingefallen, er hat die für sich selber approved, hat die seinem Teampartner gezeigt,
Der meinte, ah, ich weiß nicht, willst du die Lines bringen? Er meinte, doch, doch, rap du mal davon vier, ich rap davon vier. Die haben sich ja bewusst dazu entschieden, diese Lines zu bringen. Und ich gehe mal davon aus, dass Kato minimal mehr geschichtliches Wissen hat als Jarambo. Spätestens er hätte ja auch sagen können, hör mal zu, vertrau mir, nee, das rap ich nicht. Das kannst du rappen, weil du bist Jarambo, aber nur damit wir uns hier abwechseln, mache ich nicht. Und ich beschuldige jetzt Kato überhaupt nicht. Ich will nur sagen, im Zuge der ganzen Vorbereitung, Lines üben, treffen, über Wochen liegen die rum, jemanden zeigen, für gut befinden, die dann auch noch live rappen. Und danach zu sagen, hätte ich mich mal mehr damit beschäftigt, und da hört bei mir der Satz auf. So, guckt euch das Video zu Ende an, da wird sich gut im Kreis gedreht. Im Grunde genommen geht es darum, hätte ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt, hätte ich gewusst, wie schlimm das wirklich war, hätte ich die Lines nicht gebracht. Und hat sich jetzt von den paar Leuten, die ihm geschrieben haben, oder Battle-Rappern, die ihm das Gewissen geredet haben, einreden lassen, das, was du da gemacht hast, das ging zu weit. Und er zieht jetzt den Schwanz ein. Also der Champion knickt jetzt hier ein. Das ist meine Meinung. Meine Meinung ist, dass Jarambo hier einknickt, als ich das Statement gesehen habe. Da bin ich gestern im Hotel, kommt das zweite Video. Das Video heißt Update, wie es weitergeht. Im Thumbnail steht, ich höre auf. So, und da war es bei mir hier. Der Champ, das Aushängeschild von einer Liga, also ehemaliger Champ, das ehemalige Aushängeschild von einer Liga, einer der klickstärksten Battle-Rapper, einer der leistungsstärksten Battle-Rapper, einer der Frontrunner von dieser Battle-Rap-Liga oder von deutschem Battle-Rap, hört auf. Hört auf mit Battle Rap, weil er ein paar, wegen Feedback zu seinen Lines. Es ist ja ein Fakt, dass wenn nach diesen Lines zu diesem Thema keiner zu dem geht und dem sagt, ey, was war denn da los, das ging ja gar nicht, das war drüber, ich musste den Raum verlassen, ich war persönlich angegriffen. Es ist ja ein Fakt, dass der dann weiter gebattelt hätte. Also seine Karriere würde weitergehen. Der hört jetzt auf, weil ein paar Leute, denen das Thema am Herzen liegt, die sich davon angegriffen gefühlt haben, weil die dem gesagt haben, das geht nicht. Und deswegen hört der jetzt auf zu battlen. Ich habe mir ein paar Tage Auszeit gegönnt. Auszeit in Anführungszeichen auf jeden Fall. Also ich bin nicht drum rumgekommen, mich viel mit Leuten auszutauschen, viele Kommentare zu lesen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Das Einzige, was ich halt im Endeffekt gemacht habe, ich habe jetzt mich nicht um die Videos letzte Woche gekümmert und habe mich generell dann auch zurückgehalten, gar nicht so klar gemacht habe, was genau mein Anliegen war. Also ich versuche mich heute auf jeden Fall kürzer zu halten, ob es mir wie viel Kommentare und Diskussionen da entstanden sind, wo viele vielleicht bestimmte Inhalte gar nicht gehört haben. Was ich aber auf jeden Fall vergessen habe, und das ist einer meiner wichtigsten Punkte. Ich habe euch ja von dem Gespräch mit Kakobi erzählt. Das war halt so der erste, mit dem ich generell über diese Lines gesprochen habe. Da war das Event schon vorbei, ne? Das heißt, nach dem Battle bin ich eigentlich in Backstage, habe ein bisschen gechillt. Wir sind zum Interview, da war auch alles cool. Und das wurde, glaube ich, im Interview auch gar nicht so thematisiert, das Thema. Ne? Ich meine, das Battle gab so viel Inhalt und alles Mögliche. Ist ja wirklich komisch, dass das nicht so groß thematisiert wurde, obwohl das ja so schlimm war, dass ein Battle-Rapper, der etwas 10 Jahre macht, sich auf einmal innerhalb von 24 Stunden selber hinterfragt, diese Lines aus dem Battle rausschneiden lässt, alleine, weil sein jüdischer Gegner wollte ja drin behalten. Also alle wären damit fein gewesen. Sind zwar fiese Lines, machen wir einen Disclaimer vor, lassen wir drin. Er wollte nicht, dass diese Lines da drin bleiben. Konsequent wäre jetzt, wenn er sagen würde, ich will alle meine Lines aus allen Battles, die in diese Richtung gehen, die ganz böse rassistisch sind und die drüber sind, ich will die überall raus haben. Ich glaube nicht, dass das der Plan ist. Ich glaube, der ist da eigentlich mit allem fein, weil sich auch wenig Leute beschwert haben. Nur hier war es anscheinend ein bisschen zu viel und anscheinend, das ist ja der Elefant im Raum, ist ihm das Thema zu heikel. So heikel,
dass der seine Karriere beendet, weil er darüber nachdenkt, keine Außenstehenden mehr zu verletzen. Hätte den keiner darauf angesprochen, wäre alles seinen weiteren Gang gegangen, sag ich. Ja, an der Stelle will ich mich auch nochmal dafür entschuldigen bei Sisyphos und Steini, dass das Ganze jetzt irgendwie aufgrund der Debatte so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ich habe das Battle ja gesehen, also natürlich die gekürzte Version auf dem Pay-Per-View. Und man merkt natürlich den Cut. Man merkt auch, wie die Stimmung anders ist. Man merkt, dass ein Riesenteil fehlt. Seine ganzen Lines, die Konter, also das ist kein komplettes Battle. Und die, er spoilert ja selber auch, ich spoilere jetzt auch mal. Zwei von den Vieren haben da alles zerfickt und die sind jetzt die Leidtragenden, weil da was rausgeschnitten wurde. Wie gesagt, dann war das Interview vorbei. Ich bin raus und da waren halt noch ein paar Leute am Chillen und unter anderem Kakobi. Und dann ist halt da ein Gespräch entstanden. In dem Gespräch war es natürlich jetzt auch nicht so, dass er mir jetzt irgendwie erklärt hat, was ich da gesagt habe. Ich habe auf einmal gesagt, ach so, stimmt, ich wusste gar nicht, was das ist. Natürlich nicht. So, ne? Im Gegenteil, mit Kakobi habe ich eher noch diskutiert, warum ich das Ganze gemacht habe, beziehungsweise warum ich das in einem Battle legitim finde und so weiter und so fort. Der findet das in einem Battle legitim. So. Und irgendwas ist dann in den nächsten Tagen passiert, dass er das, was er 10 Jahre lang gemacht hat, in einem Battle nicht mehr legitim findet. Und versteht mich nicht falsch, ich finde zum Beispiel Mighty's Sinneswandel, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Der hat seine Battles gemacht, der hat brutale Battles gemacht, die und die Lines gebracht, hat irgendwann gesagt, ich höre auf und wenn ich wiederkomme, dann will ich ein bisschen mehr PC sein, ich will auch Battles machen, die ich irgendwann meinen Kindern zeigen kann und ich bin jetzt freundlich zu meinen Gegnern und sowas alles. Das ist ein, ich meine, wir haben jetzt, der hat eine monumentale Leistung seit seinem Comeback gebracht so und auf diesem Style. Und das ist vollkommen legitim. Ist auch nachvollziehbar. Für mich war der Punkt, das habe ich halt jetzt im letzten Video nur angeschnitten, das waren halt die Nachrichten auf Insta, die mich Sonntag erst erreicht haben. Das waren 2 Stück, da ging es im Endeffekt um eine Frau, die auf der Veranstaltung war, die halt von Inhalten, die ich da gebracht habe, auch betroffen war und die halt... Ja und? Erlaubt mir die Frage. Ja und? Ziemlich gekränkt den Raum. Da bringst du deine Leistung, die Leute sind geschockt. Es wird nachher nicht mal groß thematisiert, weil es anscheinend ja gar nicht so schlimm ist, weil es ja ein Battle-Rap-Kosmos ist. Dann schreibt dir eine Frau, die da ist, egal ob Frau oder Mann, da schreibt dir eine Frau, die da ist, die jüdischer Abstammung ist oder da, dazu eine krasse Meinung hat und sagt dann, ich musste den Raum verlassen, ich war sehr berührt. So, und jetzt machst du dir Gedanken, weil eine Frau dir schreibt, versteh mich nicht falsch, wenn da 400 Leute sind, und der diese Lines bringt und 100 oder 50 davon sind der Meinung, oh, nee, Mann, Dicker, das ist drüber, buh, oder den nicht mehr feiern. Okay, eine Frau, die auf deine Lines nicht klarkommt, schreibt dir und das sind deine Schlüsse. Verlassen hat nach irgendeiner Line, ne? Also ähnlich wie Kakobi, aber halt mit einem anderen Hintergrund. Und wie gesagt, man kann mir das jetzt abkaufen. Sei mir nicht böse, aber das ist so lächerlich. Ein Battle-Rapper, der wegen irgendeiner Line den Raum verlassen muss. Boah. Oder nicht, das ist mir im Endeffekt auch egal. Aber Fakt ist, sie hat mich halt angeschrieben. Sie war nicht sauer auf mich, sie hat mich nicht beleidigt, sie hat mich nicht mal wirklich kritisiert. Sie hat mir einfach nur diese Situation geschildert. Und hat mich gefragt, warum ich das lustig finde oder warum ich generell über dieses Thema halt Witze machen kann. Weil man über jedes Thema Witze machen kann. Man kann Punchlines über jedes Thema schreiben. Es sollte in der Comedy so sein, es ist bei den meisten nicht. Aber im Battle Rap ist es safe so. Und das ist schon so, seit es losgeht. Seit 20 Jahren. Man kann über jedes Thema Punchlines schreiben. Hat er auch gemacht. Sagt er auch selber, legitime Punchlines. Da braucht keine Person dich fragen, warum du das lustig findest. Du schreibst das doch, du lernst das doch, du findest das doch gut, du trägst es ja vor. Da braucht dich keiner fragen, warum. Ist doch offensichtlich dein Humor.
Und die Antwort hätte ich ihr eigentlich geben können. Ne? Und zwar genauso wie Kakobi, ne? Weil das für mich ein Battle ist, weil das grenzenlos ist und weil ich ja im Endeffekt, keine Ahnung, mir einfach auch nicht Gedanken drüber mache, wie das für Außenstehende wirkt. Wozu auch? Die einzigen Gedanken, die man sich bei einem Battle machen sollte, sind, wie verletze ich den Gegner, wie lasse ich den Gegner dumm aussehen, wie kriege ich die Crowd dazu, ne? Und jetzt braucht mir keiner kommen mit, die Crowd sind doch Außenstehende. Wait a minute. Wie kriege ich die Crowd dazu, mich zu feiern und den Gegner doof zu finden? So, nicht, wie könnte ich eine Crowd verletzen, was sage ich zum Gegner, was aber auch auf andere in der Crowd zutreffen könnte und die will ich ja nicht verletzen. Nein, du bist so lustig oder so ekelhaft, dass du denkst, geil, alle feiern mich und finden den anderen doof. Oder sowas. Und genau das wollte ich eigentlich, keine Ahnung, mir einfach auch nicht Gedanken drüber mache, wie das für Außenstehende wirkt oder sowas. Und genau das wollte ich eigentlich tun. Nur diese Gedanken hatte ich nicht und diese Antwort wollte ich ihr dann nicht geben. Im Gegenteil, mich hat es wirklich berührt, dass ich jemand, der gar nicht Teil dieses Battles war, da mehr verletzt habe, als ich wollte. Ich hätte ja auch sagen können, ey, pass auf, das ist ein Battle, da darf man alles, da musst du mit... Hättest du sagen müssen. Ich spiele meine Comedy-Tour, ich mache Witze über Behinderte, die da sind, Rollstuhlfahrer, Antisemitismus, gegen Schwarze, gegen Fette, gegen mich selber, gegen Dünne, gegen Frauen, gegen Kanaken, gegen alles. Als ob nicht nach jeder Show jemand zu mir kommt und sagt, also war es in Berlin, war das auf dem Solo, kam jemand zu mir, meinte, hör mal zu, alles schön und gut, aber muss man sich denn über Behinderte lustig machen? Meine ich so, hast du gehört, wie die Leute gelacht haben? Waren die Punchlines gut? Oder bist du jetzt der Meinung, ich hasse Behinderte? Meint die, nein, aber lass doch Behinderte raus. Meine ich so, nein, lass ich nicht, das ist mein Humor, ich schieße gegen alle, fertig, aus. So. So geht man damit um. Wenn du das nicht verkraften kannst, komm nächstes Mal nicht. Aber geh nicht dem Künstler auf den Sack. Und ich will Jarambo jetzt nicht als Künstler darstellen nach dem Motto, aber geh nicht dem auf den Sack, der das performt. Zieh deine Schlüsse, der ist für dich ein Ekel, der ist für dich ein Antisemit, lass den in Ruhe, geh nie wieder zu einer Veranstaltung. Das ist unter sich. Das ist eine Battle-Rap-Veranstaltung. Kack da nicht rein wegen sowas. Ich habe in Köln das Gloria-Theater gespielt. Wie gesagt, Antisemitismus gegen Kanaken, gegen Juden, gegen Fette, gegen Schwarze, gegen Behinderte, gegen Assis, die im Publikum waren, Leute da beleidigt. Was meint ihr, warum ich im Gloria-Theater nicht mehr auftreten darf? So. Und ich schwöre, mir ist alles egal. Bei meinem Humor ist mir alles egal. Ich habe keine politische, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe keine politische Einstellung. Ich weiß nicht, was irgendwo auf der Welt passiert. Ich habe gegen die nicht mehr als gegen die. Ich mache meine Comedy, das, was ich lustig finde, ich ziehe einfach durch. Ich bin null informiert. So, mein Ding. Deswegen rede ich auch hier als uninformierter Battle-Rap-Fanatiker. So, aber es ist ja schon ein komischer Zufall, dass ich im Gloria-Theater spiele und gegen alle maximal schieße, aber weil ich einen Joke habe mit Zügen und so ein KZ-Bit, deswegen darf ich da nicht mehr spielen. So. Und es ist auch komisch, dass Jarambo die N-Bombe droppt, keine Nachrichten bekommt, Sklavereilines, Schwarze sehen aus wie Scheiße, Homophobie gilt da und da als Schande und Krankheit, aber anscheinend schreiben denen keine Homos an oder Homos, die da waren, oder Schwarze schreiben denen nicht an. Das ist jetzt da passiert, bei dem Thema, und da hat den jemand angeschrieben. Und das ist jetzt der Grund, warum der seine Karriere beendet. Weil dadurch fällt ihm erst auf, krass, Alter, ich beeinflusse auch Außenstehende. Mit allem rechnen und dann bist du vielleicht einfach falsch an diesem Platz. Richtig, und genau das ist die Antwort. Genau das ist die richtige Antwort. Er sagt's ja, der knickt einfach ein, er zieht einfach den Schwanz ein. Das ist nichts anderes, als dem Druck zu diesem Thema nachzugeben. Der,
erklär mir sonst einer, warum du diese Lines raus. Du bist ein Battle Rapper, ein brutaler Battle Rapper. Vergewaltigung hier, Kleinkinder da. Wah, 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 ich bin der Krasseste, wegen mir werden Grenzen gesetzt. Und dann gehst du nach einem Battle hin, weil ein paar Leute auf dich zukommen und sagst, die Lines würde ich lieber wieder draußen haben. Warum? Könnt ihr euch selber ein Bild drüber machen? Battles war, da mehr verletzt habe, als ich wollte. Ich hätte ja auch sagen können, ey, pass auf, das ist ein Battle, da darf man alles, da muss... Das ist ein Battle, da darf man alles und für das, was man nicht darf, wird man auch abgestraft. Also wenn eine Line drüber ist, das ist Pisek passiert, Jarambo passiert, das ist Mighty Mo passiert, das ist schon Leuten passiert. Ne? Wenn eine Line drüber ist, Publikum ist feinfühlig. Die merken das schon. Ne? Die strafen dich da ab. Im Battle-Rap-Kosmos. Musst du mit allem rechnen. Genau. Sag nochmal genau, wie es ist. Dass ich jemand, der gar nicht Teil dieses Battles war, da mehr verletzt habe, als ich wollte. Ich hätte ja auch. So, und jetzt, das streichen wir. Jetzt kommt die Antwort eines jeden Battle-Rappers, der solche Texte bringt und verkörpert. Auch sagen können, ey, pass auf, das ist ein Battle, da darf man alles, da musst du mit allem rechnen und dann bist du vielleicht einfach falsch an diesem Platz. 100%. Oder geh halt nicht mehr hin, wenn Jarambo auf dem Flyer steht. Gibt ja auch Events, die sind viel freundlicher, wenn der nicht dabei ist. Guckst du dir alle an. Keine Ahnung, Kato ist nicht auf dem Flyer, ich bin nicht auf dem Flyer. Da battelt irgendwie Craze, da battelt hier ein Steinschleuder, Sisyphos, Hiding John, ist doch alles Bombe. Das wäre wahrscheinlich von vielen Battle-Rap-Fans oder vielen Battle-Rappern die Antwort, inklusive mir, für eine lange Zeit auch gewesen. Aber warum nicht mehr? Und ich bleibe halt auch bei der Meinung, dass die Lines an sich in einem Battle legitim war. Aber wo ist dann der Punkt? Warum hörst du dann auf? Warum knickst du ein? Es war definitiv jetzt keine Hetze, dass ich irgendwie gesagt habe, seine Religion ist scheiße oder ihn irgendwie als Dreck irgendwas bezeichnet habe oder so. Auf gar keinen Fall. Es waren meiner Meinung nach Punchlines, die waren extrem böse, extrem hart. Aber auf der anderen Seite, nachdem ich auch noch mal mit ein paar anderen drüber gesprochen habe oder auch die Lines noch mal unter vier Augen rezitiert hat, haben viele gesagt, vermutlich hast du sogar schon schlimmere Sachen gesagt. Das reicht oder noch nicht? Ist das Thema dann nicht durch? Warum ist das denn jetzt was Besonderes? Na, und vermutlich hätte es in gewisser Weise einen ähnlichen Shitstorm gegeben wie mit der Puppe, wie nach dem Davy Jones Battle, wie nach dem Mikesh Battle. Ne, das wäre 3-4 Tage da gewesen und dann wäre das gut. So, ne? Wo ist der Unterschied? Das Ding ist, für mich ist aber auch nach 10 Jahren Battle Rap das erste Mal die Situation gewesen, dass eben kein anderer Battle-Rapper als Unbetroffener sich irgendwie ins nächste Battle stellt und den Zeigefinger hebt. Dass irgendwelche Leute, die das vielleicht auch gar nicht nachempfinden können, mich dann irgendwie beleidigen, kritisieren oder irgendwas. Also so ein Shitstorm-mäßig. Weil das sind Dinge, die prallen in der Regel an mir ab. Also sowas lese ich dann in der Regel gar nicht alles durch oder muss sagen, das hat mich auch nie wirklich interessiert. Also in 10 Jahren gab es also nach allem, was der gesagt hat, nicht eine einzige Nachricht, die dem geschrieben hat, hör mal zu, das, was du da über Schwule, über Dicke, über Frauen, über Schwarze gesagt hast, das war nicht in Ordnung. Aber dass ein Mensch, der im Endeffekt da war, um Spaß zu haben, sogar gesagt hat, sie fand mich eigentlich bis dahin auch ganz cool so, ne? Und sie hat mich, wie gesagt, auch nicht beleidigt oder mir irgendwelche Vorwürfe gemacht. Sie wollte einfach nur wissen, was ich daran lustig finde. Und dann kannst du dir doch erklären. Ich kann... Alles, was ich jemals geschrieben habe oder auf der Bühne, also geschrieben, für gut performt und performt, kann ich erklären. Warum ich es gemacht habe. Warum es funktioniert hat, warum es nicht funktioniert hat, man weiß nicht. Ich dachte auch, das Scheme wäre gut, hat nicht geklappt. Ich dachte auch, das und das ist geil, Hitler-Imitation ist super, hat nicht gezogen. So, aber ich kann dir sagen, warum ich das gemacht habe. Also, so schreibt man doch seine Texte. Man weiß doch, warum man was macht. Und er hat's gemacht, weil das ist sein Style. Er scheißt auf alles, er will schockieren, er will böse Lines bringen, auf den Gegner zugeschnitten. Und wenn der Gegner schwarz ist, so. Wenn der Gegner Frau ist, so. Wenn der Gegner vielleicht schwul ist, so. Wenn der Gegner jüdische Abstammung hat, so. Wo ist der Unterschied? Und das war einfach so eine Art...
die ich so noch nie gehört habe. Ne? Also es gab immer Kritik, Shitstorm, Beleidigen, dies, das, tralala, aber dass jemand mir da wirklich einfach sagt, wie er sich dabei gefühlt hat, das habe ich halt in all den Jahren noch nicht gehabt und das war wirklich nicht mein Ziel. So, ich habe auch gesagt, dass... Und da hätte man natürlich auch nicht drauf kommen können. Ne? Also, so weit denkt man ja nicht. Könnten andere auch. Das ist jetzt alles passiert. In so einem kurzen Zeitraum. Soll weiterhin nicht mein Ziel sein. Und für mich war dann wirklich ausschlaggebend, ne? Dass es Sonntagabend passiert. Und Sonntagabend habe ich dann auch, wie gesagt, kurz drüber nachgedacht, wie gehe ich jetzt damit um. Und was gibt's da überhaupt nachzudenken? Also wie gesagt, zu mir kommen Leute und sagen, die Lines gehen nicht, ich komme nicht mehr dessen deswegen. Nichts gegen Behinderte, nichts gegen Kanaken, nichts gegen Albaner, nichts gegen Schwarze. Dann kommen die halt nicht mehr. Dann kommen die nicht mehr. Ich ändere doch nicht mein Programm, weil mir eine Handvoll Leute sagt, dass die das nicht, dass die das verletzt. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, den Wunsch zu äußern, dass das rausgeschnitten wird. Ne? An der Stelle will ich auch nochmal klar sagen. Man muss hier bei den Fakten bleiben, ne? Der will, dass das rausgeschnitten wird, weil der eine Handvoll erleuchtendes Feedback bekommen hat. Deswegen, also so sagt er das ja, deswegen will der das rausgeschnitten haben. Weder Jamie noch irgendeiner aus dem Diltily-Team noch irgendeiner aus diesem Battle hat diesen Vorschlag gemacht oder hat mir gesagt... Der Jude wollt's drin lassen. Deswegen, ich weiß nicht, wer diese Frau ist, ich sag's jetzt einfach mal nur so, das ist natürlich nicht wortwörtlich gemeint, aber scheiß mal auf die Frau. Der, den es am meisten, mit Abstand am allermeisten verletzt und getroffen haben muss, weil zu ihm hat er es gesagt, vor ganz vielen Leuten. Und das ist er, das ist seine Familie. Der, den es am meisten hätte treffen müssen, der hat es gedacht, Dicker, lad hoch, ist doch Battle Rap. Ich habe das gefressen, ich war ein bisschen verletzt, aber wenn ich battle, will ich auch andere verletzen. Das ist der Sport. Das ist der scheiß Sportmann. Und durch so eine Kacke wird der Sport kaputt gemacht. Deswegen regt es mich auf. Ich sitze hier nicht, weil ich sage, oh, die Juden, die darf man nicht beleidigen, pipapo. Das ist gar nicht der Punkt. Es ist offensichtlich komisch, dass es bei dem Thema auf einmal empfindlich wird, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ein Frontrunner von deutschem Battle Rap einknickt. So, und wenn jetzt kann jeder kann jetzt kommen. Jedes Opfer von häuslicher Gewalt, die mit Battle Rap nicht firm ist, jeder Schwarze, der mit Battle Rap nicht firm ist, jeder Zigeuner, jeder Gläubige, jeder, egal wo er herkommt, kann jetzt kommen und sich irgendeinen raussuchen und sagen, ich habe mich da verletzt gefühlt, als du das gerappt hast. Und die Antwort von jedem Battle Rapper muss sein, also von jedem Battle Rapper, der auch böse Lines bringt, Hiding John, Craze, die ganzen, die wollen sich damit nicht befassen, aber Leute wie ich, MC Goyner, Indostan, Jarambo, Kato, auch Mighty teilweise, so, die müssen sich dann damit befassen. So, und jeder von uns muss ja dann sagen, das, was er eben gesagt hat. Das ist Battle Rap, das ist hier unser Ding. Wir schreiben hier Punchlines, wir können über alles Punchlines schreiben. Also gib mir nicht auf den Sack mit irgendwas. Sagt, ey, sollen wir das nicht so und so machen? Also das war meine eigene Entscheidung, ja. Der, den es am meisten getroffen hat, haben muss, hat gesagt, ist cool. Aber dann schreibt dem irgendeine Frau, die der nicht kennt, die sagt, ja, ich war da und es hat mich verletzt und warum schreibst du denn sowas? Und der denkt sich, ich glaube, ich sollte Judenlines rausstreichen aus diesem Battle. Und die Gegner sagen, nee, wir wollen die drin behalten. Und die Liga sagt auch, nee. Also lass mal die Lines drin, warum jetzt? Das hast du doch gesagt, du musst doch dafür gerade stehen. Im Endeffekt gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Das, was er hier sagt, ist, ich habe die Lines gebracht, diese Anti-Juden-Lines. Ich bin das erste Mal in 10 Jahren von einem Außenstehenden darauf aufmerksam gemacht worden, wie schlimm das ist, dass auch Außenstehende in einem Battle verletzt werden können. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, das möchte ich nicht, weil ich bin jetzt auch im gewissen Alter, ich habe auch Kinder und ich möchte das nicht. Deswegen streiche ich die Lines raus, weil diese Person sich verletzt hat. Oder, und ich brauche euch nicht zu sagen, welche von den beiden Varianten ich für glaubwürdiger halte, oder
Der hat Lines gebracht zu einem gewissen Thema, minimalsten Gegenwind gehabt und maximalsten Schiss vor den Konsequenzen. Und denkt sich, ne, bevor die Lines, wenn wir schon ein, zwei Leute sowas schreiben, bevor das im Internet landet, das geht nicht, das müssen wir rausschneiden. Auch wenn der Partner nicht dafür ist oder die Gegner nicht dafür sind oder die Liga nicht dafür ist, ne, ich will das ist auf mir. Da muss ich später noch Rede und Antwort stehen zu dem, was ich geschrieben, mir ausgedacht habe, das will ich nicht, das müssen wir rausschneiden. So, die zwei Möglichkeiten gibt's. Ich hatte auch schon im Gefühl, ne, an dem Battle was zu verändern, was vermutlich, ich weiß es nicht, so noch nie passiert ist, ja, und was ich in 10 Jahren Battle Rap, egal in welche Scheiße ich mich da geritten habe mit Inhalten und wo ich es mal eigentlich gut und auch mal schlecht formuliert habe, ich habe so noch nie mich vor irgendwas gedrückt oder gesagt, ich stehe dem nicht ein. Ich habe es eigentlich wirklich nur gut gemeint und meine das auch weiterhin gut, dass ich sage, ich finde das im Battle legitim, dass man sowas macht. Warum lässt du es dann aus einem Battle rausstreichen? Es ist doch ein Battle. Es wird niemand gezwungen, das anzugucken. Es ist nicht so, herzlich willkommen bei der Tagesschau. Und dann kommt auf einmal ein Cut zu Jarambo, ja, deine Familie ist im Ofen, pipapo. Das ist doch nicht der Fall. Wenn du es weiterhin legitim findest, das in einem Battle zu sagen, warum lässt du das, was du legitim findest, nicht in einem Battle drin? Soll ich dir sagen, warum? Weil du maximale Angst hast vor den Konsequenzen, wenn das rauskommt. Weil das dann vielleicht nicht im Battle-Kosmos bleiben könnte. So, und das hätte man auch sagen können. Es wäre für mich nachvollziehbar gewesen, wenn der zu mir sagt, hör mal zu, Alter, ich wollte da voll übertreiben, ich habe gemerkt, ein paar Leuten ging das gegen Strich. Und wenn das rauskommt, dann tanzen mir die Leute richtig auf der Nase rum. Und dann kriege ich nachher noch einen Shitstorm, das geht nicht, Digga. Ich bin zweifacher Vater, ich bin jetzt, habe jetzt Immobilien, ich versuche gerade mein Leben in den Griff zu kriegen. Und da kann ich das gar nicht gebrauchen. Wer hätte das nicht verstanden? Aber ich will da einfach nicht mehr das Ventil für sein. So. Und darüber war ich mir im Vorfeld nicht klar. Ne? Deswegen sage ich auch nochmal, ich habe natürlich nicht innerhalb von 48 Stunden auf einmal wirklich kapiert, was der Holocaust war. So, ne? Natürlich nicht. Und natürlich habe ich auch nicht in 48 Stunden für mich entschieden, ey, da könntest du wieder böse Kommentare kriegen. Lass das mal löschen, so, dann kommen diese Kommentare nicht. Mhm. Und auch das ist ja was, wo ich denke, ich verleugne ja nicht, was ich da gesagt habe. Dann wiederhol's doch. Oder lass es drin, wenn du es nicht verleugnest. Also, wenn ich was rausstreichen lasse, dann verleugne ich das. Ich will das dann nicht mehr gesagt haben. Ich will nicht, dass andere wissen, was ich gesagt habe. Ich habe sowohl in meinem Statement als auch in dem abgesprochenen Cut, wo ja, falls ihr euch das Pay-Per-View geholt habt, falls ne, dass da eine Einblendung kommt, da steht ja jetzt nicht irgendwie der Choke von Jarambo oder das Disney-Scheme von Jarambo wurde rausgeschnitten oder sowas, weißt du? Da steht ja schon ganz klar die Thematik. So. Und? Sollen jetzt so Battles in Zukunft dann aussehen? Ich bringe irgendwas gegen Zigeuner, sage ich dann so, nee, tanzen mir die Zigeuner auf der Nase rum. Schneid das mal raus, aber schneid mal da rein, hier, Cynics Zigeuner-Part ist aus den und den Gründen, will er das draußen haben. Bombe. Und das heißt, obwohl man diese Inhalte jetzt nicht kennt und nicht genau bewerten kann, geht eigentlich zumindest daraus hervor, es war jetzt keine Hetze oder... Nein, daraus geht gar nichts hervor, weil wir die Lines nicht hören, weil du das nicht möchtest. Das möchtest du ja. Du möchtest, dass keiner diese Lines hört. Du möchtest diese Lines weghaben. Keiner soll diese Lines hören. Keiner. Oder irgendwas, es waren Punchlines. Punchlines über dieses Thema. Es waren Punchlines, sagt er selber. Er sagt, es waren Punchlines, es war im Battle legitim. Warum schneidet man das dann raus? Wie genau die jetzt waren, ist eigentlich egal. Ne? Nein. Das ist nicht egal, weil das ist genau der Punkt, warum du die hast rausstreichen lassen. Ich habe auch KZ-Judenlines gebracht. Selbst Mighty Mo hat sein Ding nicht rausschneiden lassen. Das ist 8-mal so schlimm gewesen, wie das, was du gesagt hast. Es geht darum. Eigentlich zumindest daraus hervor, es war jetzt keine Hetze oder irgendwas, es waren Punchlines. Punchlines über dieses Thema. Wie genau die jetzt waren, ist eigentlich egal, ne? Natürlich ist es nicht egal, weil aus dem Grund
warum die genau so waren, wie sie waren, hat sich ja diese Frau, die ihm geschrieben hat, angepisst gefühlt und Kakobi musste sogar rausgehen, weil die Lines so krass waren. Alle anderen, also Fans und Battle Rapper, konnten stehen bleiben, waren kurz schockiert, aber ein gestandener Battle Rapper musste rausgehen, weil das mit seinem moralischen Kompass nicht vereinbar war. Weil das ist ja das, was ich sage, so, ob ich jetzt eine Line wiederholt habe, die ich vor 5 Jahren schon mal gerappt habe, oder ob ich was Ähnliches einfach nur mit anderen Vergleichen gemacht habe, tut nichts zur Sache. Ich habe für mich einfach entschieden, das Ding war zu dem Zeitpunkt noch nicht online, ja, es haben Leute live gehört, es hat Leute live verletzt und ich habe einfach gesagt, ich möchte nicht mehr der sein, der mit diesem Ding zukünftig Leute verletzt und ich werde jede Konsequenz und jeden Shitstorm auf mich nehmen. Nein, genau das umgehst du ja. Wenn du jede Konsequenz und jeden Shitstorm auf dich nehmen würdest, hättest du die Line ja drin gelassen, weil nur dann hätte es Konsequenzen und Shitstorm gegeben. Jetzt gibt's, ich reg mich auf, ein paar Leute sind so, Jarambo ist feige, aber das ist ja, das, was jetzt passiert, ist ja bei weitem nicht so schlimm, wie das, was auf dich zugekommen wäre, wenn die Lines draußen wären. Ja? Das denkst du ja. Deswegen nimmst du jetzt das geringere Übel in Kauf, überlegst, ich streiche lieber Lines, ein paar Leute reacten drauf, das ist natürlich wack, ein paar Leute fühlen sich angepisst, ich sag ein paar Battles ab, ist scheiße, aber ganz klar besser, als wenn ich diese harten Judenlines drin lasse und dann richtig Shitstorm bekomme. Der jetzt kommt, wenn ich das Ding oder Teile dieses Battles... Das ist nur meine Meinung. Wenn ich mit Jarambo reden würde, würde ich ihm das genau so sagen. Meiner Meinung nach knickst du ein, meiner Meinung nach ziehst du den Schwanz ein. Du hast Schiss vor den Konsequenzen, weil das die und die Community ist. So, und deswegen machst du das jetzt so und so. Ich glaube dir, ich würde ihm sagen, Dicker, ich glaube dir kein Wort von dem Statement. So, und es kann ja sein, dass ich falsch liege. Es kann ja sein, dass er in seinem Kopf und seinem Herzen wirklich fühlt, fuck, Alter, die Frau hat mir so eine krasse Nachricht geschickt. Ich war davon echt emotional berührt und so habe ich mir die Gedanken noch nie gemacht. Und ab jetzt kann ich das nicht mehr. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich sag hier nur meine Meinung. Das ist ja Cynic macht Auge. Ich sag hier wie immer nur meine maximal subjektive Meinung zu dem Ganzen. Und ich glaube das. Aber das andere kann natürlich auch ganz klar möglich sein. Deswegen guckt euch diese 3 Videos an. Die beiden von Jarambo und das eine von Josef Steinschleuder. Der hat auch ein Statement dazu gemacht. Guckt euch die 3 Videos an und macht euch euer eigenes Bild. Und auch wenn ich jetzt sage, Kakobi, ein Battle-Rapper, kann sein, dass Kakobi sich auch geändert hat und auf einmal einen Sinneswandel hat oder schon seine Absurditäten nur auf die und die Themen gemacht hat, aber das war immer ein Wunderpunkt. Er war ja auch sehr kontrovers, hat ja auch gesagt, psychische Probleme, pipapo. Ein super Battle-Rapper, wenn ich den sehe, ich mag den auch. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wie du als Battle-Rapper einem anderen Battle-Rapper sagen kannst, bei egal was der rappt, wie du dem sagen kannst, die Lines waren so schlimm, ich musste den Raum verlassen. Weil so hat Jarambo das erzählt. Deswegen, mit keinem von denen Stress, das ist alles nur meine Meinung und was ich glaube. Ich unterstelle hier auch keinem was. Ich glaube das so und so. Ich bewerte das so und so. Das ist das, was ich glaube. Es kann natürlich auch sein, dass es anders ist. Die Möglichkeit kann ich ja gar nicht ausschließen, weil ich bin ja nicht der und ich bin nicht Kakobi und die Frau kenne ich auch nicht. Halt eben löschen lasse. So, und so ist es auch gekommen. Na, wie gesagt, eine Diskussion ist entstanden. Das Battle stand dann, oder das insgesamte Battle stand dann irgendwie im Hintergrund und alle haben drüber geredet. A, warum darf Jarambo das? B, warum macht er das? Warum steht er nicht dazu? Wie gesagt, ich denke, ich stehe schon dazu, weil ich... Du stehst original zu nichts. Also du stehst zu nichts, egal was du jetzt sagst, du kannst ja, also wenn du was schreibst, dir ausdenkst, schreibst, auswendig lernst, performst und sagst, das ist legitim, das waren Punchlines. So, und dann aber sagt, ich will nicht, dass das irgendjemand hört, vernichtet das, schneidet das raus. In dem Moment, wo du das sagst, stehst du nicht dazu, was du gesagt hast. Das ist doch auch gar nicht so schwer. Nicht verleugne, was der Inhalt war. So, ne? Man kann es sehen, wie man will, aber das ist auf jeden Fall der Punkt. Das ist geil, dass er sagt, man kann es sehen, wie man will. Ich sehe es übrigens so.
Und ich sehe das nicht so, weil ich dem irgendwas will oder weil ich Kakobi nicht mag oder so. Das ist alles. Ich bin mit denen cool. Vielleicht auch nach dem Video nicht mehr, weil die sich denken, was macht der hier so, das Maul auf der Vogel. Mag auch sein. Aber mir geht es darum, im Großen und Ganzen geht es mir in erster Linie darum, warum gerade bei diesem Thema alle so empfindlich reagieren, warum der da einknickt. Aber in erster Linie geht es mir darum, dass sich keiner bitte ein Beispiel daran nehmen soll. Hört auf, Künstlern zu schreiben, wenn ihr persönlich von irgendwas angegriffen seid, was in deren Space passiert. Das ist Battle Rap, das ist unser Ding, das ist unser Baby. Wir machen da, was wir wollen und wir haben unsere eigenen Regeln. N-Bombe wurde abgestraft. Homophobie wurde abgestraft. Bei meiner Hitler-Imitation standen sie alle komisch da, weil Unwohlsein war nicht, fanden die nicht cool. Es gibt genug Sachen, die nicht cool sind und die Battle-Rapper lernen daraus. Wir sind ein Haufen. Komm nicht da rein und scheiß da rein mit deinem, ich hab das gehört und hab mich, da kann, ich wiederhole mich da nochmal, da kann jeder kommen. Jeder kann kommen. Wie viel schwarze Homies hätten schon kommen können und einfach sagen können, das nicht mehr. Und wenn dann alle Battle-Rapper so reagieren, gibt es keine Battle-Rapper mehr. Oder es muss jede Woche Craze gegen Hiding John battlen. Darum ging es mir hier. So, ich hoffe, das ist klar geworden. Also, Jarambo ist einer der größten Battle-Rapper, die wir jemals hatten. Der hat übertriebene Leistung gebracht und mit seinem Style an den Grenzen gekratzt, teilweise überschritten. Und das ist das unrühmlichste Ende, was man sich vorstellen kann. Jetzt sagt er, ich habe 5 Battles fix gehabt, davon mache ich nur noch 3. 2 habe ich abgesagt und danach höre ich auf. So, der will jetzt nur noch 3 machen. Er hat aber gesagt, er hört auf. Also mit diesen 3 beendet er seine Battle-Rap-Karriere offiziell. Deswegen, wegen dem, was da passiert ist, beendet er jetzt seine Battle-Rap-Karriere. Der hat 5 Battles gefixt gehabt, bis ins nächste Jahr rein. Die macht er jetzt nicht, weil das passiert ist, was passiert ist. Und das finde ich ein beängstigendes Signal an die ganze Battle-Rap-Szene. Deswegen tut mir einen Gefallen, nehmt euch daran kein Beispiel. Wenn euch das nicht gefällt, was wir da machen, guckt es euch nicht an. Da gab es auch mal so ein geiler, ich weiß nicht, wer das war, aber wer war das nochmal? Clean Paper oder so? Der hat gesagt, if you're not into bitch, smoking crack, also hat so ganz viele Wörter aufgesetzt, die ich geil gereimt habe, und dazu gesagt, bitch, stop watching Smack. Wenn dir das nicht gefällt, wie wir hier über das und das und das und das und das rappen, hör auf, das zu gucken. So. Und alle so, ja, weil das ist der Spirit. Jarambo steht auf dem Flyer, Cynic steht auf dem Flyer, Nkato steht auf dem Flyer. Du kommst zum Event, du weißt ungefähr, was passiert. Wenn du nicht weißt, was passiert, weißt du es nach dem, was passiert ist. Aber lass die Künstler in Ruhe. Es ist ein alarmierendes Beispiel, dass jemand wie Jarambo mit seinem Style jetzt als erster einknickt und sagt, ich höre auf, weil ich will keine Außenstehenden mehr verletzen und ich kann, glaube ich, keine Battle-Rap-Texte schreiben, ohne Außenstehende zu verletzen. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Das ist nicht in Ordnung. Ich finde das schade, dass bei dem Video vielleicht gar nicht so durchgekommen ist. Deswegen guckt es euch bis zum Ende an. Ist jetzt eh zu spät. Es ist vielleicht auch gar nicht genug durchgekommen, wie schade und wie traurig ich das finde. Und deswegen macht mich das ja so sauer. So, der Jarambo ist jetzt einfach weg. Und wofür? Warum? Was war der Grund? Weil, er hat es ja selber gesagt und es ist ja offensichtlich so, er hätte ja weitergemacht. Die Lines wären drin geblieben und er hätte weitergemacht. Mit den Konsequenzen leben müssen, wie jeder Battle-Rapper, der sich aus dem Fenster lehnt. Wie viele schwarze Kanten vor mir schon standen, nach meiner ersten Runde gegen Davy Jones? Wenn ich jetzt nochmal einen dunkelhäutigen Gegner im Freestyle habe oder im A Cappella, meint da irgendjemand, ich mache das fast nicht nochmal auf? Das ist meine Kunst. Ich erkläre denen das, ich lasse das doch da nicht rausstreichen, weil ich weiß, Brüder haben Verwandtschaft, die haben Ureltern oder die haben wirklich, die waren Sklaven. Und ich stelle mich da auf die Bühne mit meinen Lightskin in Deutschland groß geworden, mache mich darüber lustig. Wenn die nicht diggen, wie das von mir gemeint ist, dann ist das für die nix. So schade es ist, dass die sich da verletzt gefühlt haben. Das ist unser Battle Rap. Lasst euch nicht von außen da reinscheißen.
Bei Jarambo ist es jetzt zu spät, er hat sich reinscheißen lassen, er hört jetzt deswegen seine Karriere auf, was ich übelst schade finde, weil der war einer der leistungsstärksten, teilweise sogar der leistungsstärkste, immer für Battles gesorgt, hat immer vernünftige Views gehabt, ist ein krasser Charakter, ein krasser Typ und dass der jetzt wegen sowas einknickt, ist traurig für Battle Rap. Also, das waren meine Stunde, 10 Minuten. Zum Abreagieren, holt euch nochmal eine Kette auf Taipan oder holt euch ein Ticket. Das hilft immer, um runterzukommen. Links sind unten. Haut da rein.